Gut, hier haben wir Heckler vom Welkensieg und die Marie wird sie wieder vorstellen. Wir haben sie extra so rumgedreht, weil sie hier so eine schöne Mähne hat und drüben so ein bisschen angefressen aussieht, aber da komme ich nachher noch drauf. Heckler vom Welkensieg kommt aus der Zucht von Udo Rauhaus. Ist seit kurzem hier bei uns und wir, Marie, wird sie zeigen. Marie, du reitest ganz gemütlich in Ruhe los. Schritt erstmal. So. Die Heckler. Unsere Mitarbeiter sind ja manchmal nett, aber ganz oft auch ein bisschen fies. Und unsere Helfer auch, meistens fies gegenüber mir, aber manchmal auch fies gegenüber den Pferden. Und sie haben sie die Tölt-Oma genannt. Wie wir gleich noch sehen werden, die Heckler kann ganz toll tölten, also toll, sprudelt so daher, endlos Töltschleife. Ja. Ist aber schon 19 Jahre alt, 2002 geboren. Wie gesagt, aus der Zucht der Familie Rauhaus. Der Vater geht sogar auf Tier von Rappenhof zurück. Mutter kenne ich jetzt näher nicht. Auf jeden Fall in Deutschland gezogen. Aber wie bei vielen Pferden, die schon ein bisschen älter sind, ist sie einfach, was ihr Fell anbelangt, nicht ihr Futterzustand, aber was ihr Fell anbelangt, ist sie ein bisschen schlecht durch den Winter gekommen und hat, wie viele ältere Pferde, die rufen immer direkt hier, wenn irgendwelche Milben, Harlingen und sonstiges Zeug rumfliegt. Ich sage immer, dass wenn man das intensiv pflegt, dann geht es weg, sobald der Winter vorbei ist. Und wenn man es nicht intensiv pflegt, geht es weg, sobald das Frühjahr kommt. Das ist so wie mit einer Grippe, die dauert 14 Tage mit Behandlung und 2 Wochen ohne Behandlung. Und so ist es bei den Milben auch und Harlingen. Und wir haben die Pferde auch ganz normal seit Jahrzehnten immer in der Gruppe drin stehen und alles Bürste trennen und abwaschen und Gemach und Getue ist in meinen Augen alles Quatsch. Es bringt letztendlich nichts. Was richtig was bringt gegen diese Harlinge, ist, dass man das Pferd gut trainiert, dass das Pferd viel und gutes Futter bekommt und einfach von seiner Konstitution her gut dasteht. Ich habe zum Beispiel noch nie einen trainierten Junghengst gesehen, der Harlinge hat. Das gibt's gar nicht. Die sind alle glatt im Feld und sind super da. Wohingegen, was weiß ich, wenn ich auf unsere Zuchtstutenherde gucke, wo wir schon ein paar ganz schön alt sind. Marie, so in Ruhe weiter noch Schritt. Dann sieht man sehr viele, die das haben. Und nicht, weil sie eine die andere ansteckt, sondern weil einfach die Pferde nicht mehr diese Widerstandskraft haben, um das Zeug abzuwehren. Aber wie gesagt, wenn man die gut trainiert und gut füttert und die einfach insgesamt eine gute Konstitution erhalten, dann geht das auch von alleine wieder weg. So, die Heckler, ja, 19 Jahre ist sie alt, aber eine Granate, also nicht Granate im Sinne von gefährlich, aber auch richtig flottes Pferd. Man sieht, die Marie, 13 Jahre alt, kann die ganz normal reiten und mehr oder weniger langen Zügel im Schritt dahergehen lassen. Und damit das auch so ruhig anfängt, habe ich das auch jetzt so gemacht, dass ich erstmal so allgemein was über die Fellgeschichte erzähle und so weiter. Und und der Marie so ein bisschen Zeit geben, mal eine Runde Schritt zu gehen und so. Die ist wenig trainiert, wie man halt eben auch am Feld sieht. Und was wir so angefangen haben, ist ja so ein bisschen gymnastizierende Übungen, mal so ein bisschen Schenkelarbeit zu machen, dass sie einfach mal anfängt, so ein bisschen rund zu werden. Da sind wir noch nicht sehr weit gekommen, aber das ist so das, was oder so panikartig wichtig wäre, aber das ist so das, was so ein bisschen ansteht. Dann haben wir sie vorne nicht beschlagen, sondern nur hinten, um es ihr einfach leichter zu machen, im Töll zu laufen. Die hat so ein bisschen die Neigung, so etwas zum Trabtöll zu gehen. Und wenn man dann zu viel mit der Hand machen muss, kommt die Nase zu hoch. Und da habe ich lieber mal die Eisen weggelassen, so, damit sie relativ leicht in den Töll reingeht. Und die Marie weiß, dass sie eher im Töll
ein bisschen flotter reiten soll, nicht rasen soll, aber ein bisschen flotter, weil dann kann man sehr schön sehen, wie sie so in den Tölt reinläuft und dann töltet sie ohne Ende immer weiter. Okay, Marie, dann Zügel aufnehmen und dann antölten, so wie geübt. So ein bisschen flottes Tempo, nicht übertrieben. Okay. Gut so, gut so. Ja, so weiter. Jetzt war ich im ersten Moment etwas unsicher, ob die vielleicht ein bisschen lahm wäre vor allerdings. Weiter. Oh, das war, glaube ich, nur noch. Weiter vorwärts. Ja, das sieht man das, was ich will. Dass wenn sie ein bisschen vorwärts reitet, dann kommt sie einfach in den Tölt rein. Durch die Eisen, durch die nicht vorhandenen Eisen vorne, hat sie eher flache Bewegung, dafür aber stabil im Tölt drin. Und jetzt dauert es nicht mehr lange, ein paar Tage, und dann kommen da vorne irgendwelche Plastik- oder Alueisen drauf. Also möglichst leicht lassen, nur ein bisschen den Schutz geben. Schon sehen, dass sie vielleicht so ein bisschen fühlig werden könnte. Gut so. Ja, mehr muss nicht. Nur so viel Tempo geben, dass sie sicher im Tölt drin ist. So von der Art zu laufen und so weiter, würde man sagen, ist ein wunderschönes Pferd, auch für den nicht so geübten Reiter. Aber so ein bisschen geübt muss der Reiter schon sein. Ja, also man kann die nicht als Anfängerpferd verkaufen, dafür ist sie einfach zu flott. Ja. Ich meine, sie ist nicht wirklich kompliziert und so weiter, aber ein bisschen flott ist sie schon. Und die Marie hat jetzt, wie gesagt, die Aufgabe, das weiß sie, die so flott vorwärts zu reiten, dass sie gut und stabil im Tölt drin ist. Aber dann nicht mehr, wenn sie also merkt, alles bestens, Marie. Wenn sie merkt, sie kann auch ein bisschen ruhiger im Tempo reiten und mit leichter Hand, dann soll sie es gerne machen, wenn sie denn stabil im Tölt drin bleibt. Wenn nicht, muss sie halt eben wieder ein bisschen mehr den Unterschenkel rantun und ein klein bisschen vorwärts reiten, so wie jetzt zum Beispiel. Aber hat sie auch gemacht. Gut, dass so ein Pferd eher günstig zu haben ist, ergibt sich von alleine aufgrund des Alters und des momentanen Aussehens, wobei das nehme ich nicht so ernst. Das ist klar. Insofern könnte es für den einen oder anderen eine gute Gelegenheit sein. Eigentlich sehr ganz sympathisches Pferd zum Umgang, so alles völlig unproblematisch. Auch beim Reiten nicht problematisch, bitte nicht falsch zu verstehen. Also wenn man so ein bisschen Reitroutine hat, hat man ein wunderschönes Pferd, was einem, muss zwar kein Turnier mitreiten, aber was einen endlos durch den Wald trägt. Was wir von ihr wissen, war sie immer kerngesund. Auch hier bei uns hat nie irgendwas erkannt. Und wie gesagt, wenn da jetzt noch in den nächsten Tagen vorne irgendein Schutz an die Hufe kommt, Plastikbeschlag oder Alu, dann hat man da auch nochmal ein bisschen kräftigeres Zutreten, nicht so dieses etwas vorsichtige gehen wie jetzt. Aber das ist, was Marie jetzt zeigt, ist das, was ich euch gerne zeigen wollte. Einfach ein Pferd, was Runde für Runde immer weiter im Tölt dahergeht. Ja, und wie gesagt, nochmal, wenn also einer für eher kleines Geld so ein Pferd haben will, mit dem er wunderschön durch den Wald reiten kann und endlos dahertölten kann, hat er mit ihr ein traumhaftes Pferd. Okay, Marie, dann Trab. Oh, das war aber auf Kommando. Aber auch jetzt beim Traben, da sieht man das, was ich eben gesagt habe, die muss ein bisschen lernen, dass sie was runder wird. Das sind so die Ansätze, sieht man schon so, dass wir so ein bisschen was in die Richtung gearbeitet haben. Nicht verkehrt, bin ich sehr zufrieden mit. Aber da kann man noch so ein bisschen mehr dran machen. Aber eigentlich ganz sauberer, klarer Trab. Und wie wir gleich beim Galopp sehen werden, der ist schon flott. Deswegen mein Hinweis, so ein reines Anfängerpferd ist es nicht. Das kann man nicht so anbieten. Okay, dann lässt du sie vorsichtig hier an der kurzen Seite in den Galopp kommen.
Ich sag extra nicht, du galoppierst an, sondern du lässt sie reinkommen. Das ist einfach so die Kurve. Ja, ja, gut. Jawohl, gut, gut. So weiter. Weiter, weit. Nee, lassen. Ja. Und sitzen. Leicht in der Hand. Leicht, leicht. Musst du noch leichter sein? Leicht bleiben. Gut, der Galopp ist natürlich immer, ich meine, es ist kein Weltmeistergalopp, den sie hat, aber er ist immer ganz leicht, Jan, ganz leicht, Zügel weg. Jawohl, 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 gut so, macht nichts. Der ist natürlich immer chaotisch, wenn die Pferde vorne keine Eisen haben. Also wenn die von Natur aus schon keinen super gesprungenen Galopp haben und dann auch vorne keine Eisen, dann ist es ganz kratzend und flach vorne. Okay, und wieder tölt. Also das wird auf jeden Fall direkt besser sein. Nicht gigantisch, aber es wird besser sein, wenn da vorne ein Schutz drauf ist. Wieder tölt, bisschen mehr Druck, jawohl. Gut so. Noch eine Runde tölt hätten wir gerne. Sehr schön. Wenn es geht, leichte Hand. Jawohl. Und man muss einfach den Vorzug des Pferdes sehen. Das ist ein sympathischer. Ey, Maria, das ist jetzt gemacht. Das ist vergessen weiterzuhalten. Was ist jetzt? Ja, weiter! Weiter! Das ist ja das, was ich eben erklärte. Man muss so ein bisschen vorwärts reiten. Und nochmal Trab. Und Schritt. Also das wollte ich eben sagen, man muss den Vorzug dieses Pferdes sehen. Stabiles, starkes, sympathisches, nettes Pferd. Deutschland gezogen, kein Sommerekzem. Und hat eben 19 Jahre alt. Aber töltet immer weiter. Und kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere da viel Spaß dran hat mit dem Pferd einfach durch den Wald zu düsen. Okay, Marie, alles bestens. Dann wieder hier, wo offen ist, anhalten. Wunderbar. Gut. Okay. Gut. Alles klar. Dankeschön.